Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, die hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Nitzkei! Meine lieben Freunde, ich habe nun jahrelang Yu-Gi-Oh! Content gemacht, nun Pokémon-Content. Wird Zeit, dass wir nur Magic the Gathering mit ins Boot holen. Und zwar spielen wir gemeinsam eine Runde Commander in unserem neuen Format Wer fliegt zuerst? Was ist aber Commander für diejenigen, die keine Ahnung haben? Vier Spieler werden an einen Tisch geworfen und naja, gucken, wer als letztes überlebt. Wollte ich gerade sagen. Das kann doch nicht sein, Kevin. Ich habe hier so einen geilen Plan gehabt. Hey. Willkommen bei Commander. Willkommen hier unten an Rock Bottom, Kevin, Lukas. Durch geschicktes Verhandeln und naja, vielleicht die ein oder andere Freundschaft, die man bilden muss, um den anderen Spieler rauszukicken, wird sich ergeben, wer der smarteste Spieler ist und wer der beste Spieler ist. So, passt auf, Kinas. Wir können das jetzt ganz einfach machen, ne? Ich habe mein Twitch-Dashboard auf, drei giftet und ihr seid raus. Das ist nicht dein Ernst. Magmoneten, also da bin ich raus, nein. Dann lassen wir mal mit. Nico, was ist mit dir? Ich bin gerade am Überweisen, Junge. Natürlich ist halt da auch viel vom sozialen Geschick mit gefragt. Ich freue mich schon riesig und ich habe auch drei weitere Kreaturen aus eurer Bubble mit rangeholt und wir werden nun gemeinsam eine Runde spielen. Doch zuerst darf jeder seinen eigenen Commander zeigen und vorstellen. Und zwar fange ich an. Mein Commander, den ich heute spielen werde, ist Zinnia. Zinnia ist im Endeffekt ein Commander, der A, fliegend ist. Das heißt, man muss entweder eine Kreatur selber mitfliegen oder Reichweite haben. Keine Ahnung, wie das deutsche Wort heißt. Ich glaube, Reach heißt es auf Englisch. Auf jeden Fall kann man das Ding nicht so leicht blocken. Und für jedes Kreatur, die ich kontrolliere mit 1-1, kriegt er nochmal 1 Angriff obendrauf. Und dann hat das Ding natürlich noch die coole Fähigkeit Offspring. Das heißt, wenn ich einen Zauber aus meiner Hand caste, einen Kreaturenzauber, kriege ich nochmal ein 1-1er Token mit oben drauf. Das heißt, A, ich kann die Fähigkeit von einer Kreatur, die ich wirke, verdoppeln und er kriegt noch Angriff oben drauf. Was ziemlich, ziemlich nice ist. Ich würde sagen, gebe ich mal ab an meine Kollegen, die ebenfalls mit dabei sind. Schön, dass ich dabei sein darf bei dieser wunderschönen Commander-Runde. Ich möchte euch jetzt mal kurz die Deckstrategie des Commanders vorstellen. Und zwar haben wir hier den Techwheel Fürst der Pracht. Das ist ein Feen-Tribal-Deck. Warum habe ich diesen Commander gewählt? Ganz einfach, ich verrate es euch. Erstens ist ganz ein nices Aggro-Deck und sowas. Und wenn die Gegner nicht aufpassen sollten und mich spielen lassen, dann ist der Sack schnell zu. Ich darf nur nicht mit der Aggro übertreiben. Wie ich mich kenne, wird es wahrscheinlich trotzdem passieren. Ich habe das Deck gewählt, weil hier Counter-Spells sind und Removal-Spells. Mein Ziel dieses Formates ist, Nico, Kevin und den guten Kai richtig auf den Sack zu gehen. Commander-Countern, Commander-Removen, Commander-Countern, Commander-Removen und meine Feenarmee aufzubauen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Commander-Runde und wir sehen uns gleich in der Runde. Hallo zusammen, ich bin Dr. Wurstpeter und eigentlich bin ich ja eher für dieses Spiel hier bekannt. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories speedrunne ich schon seit vielen Jahren und ich renne immer den Bestzeiten hinterher. Aber mit Magic möchte ich das heute ein bisschen langsamer angehen. Und da ich ein kleiner Fan von großen Dinos bin, habe ich auch genau den richtigen Commander heute mitgebracht. Und das ist Pantlasa, Gesegneter der Sonne. Wann immer dieser bunte T-Rex oder ein anderer Dino von mir ins Spiel kommt, darf ich Entdeckung anwenden. Entdeckung hilft mir, weitere Dinos schnell aufs Spielfeld zu holen oder meine Hand mit starken Ressourcen aufzufüllen. Man muss also kein Doktor sein, um zu verstehen, was der Gameplan ist. Wir bauen uns eine große Armee an Dinos auf und zermatschen unsere Gegner komplett zu Brei. Und mit der schieren Urzeitkraft und meinem Intellekt wird das ganz schnell passieren. Und wenn der ein oder andere Knochen bricht, dann keine Sorge. Die Praxis hat heute geöffnet. Hi, ich bin Punkt-In und einige kennen mich vielleicht noch als den Clip-Collector. Ich hatte bisher kaum bis gar keine Berührungspunkte mit Magic und bin eher durch eine sehr, sehr dumme On-Stream-Wette mit Nifska in dieses Projekt reingerutscht. Als Underdog in dieser Runde gehe ich also mit Bello Bard of the Brambles in an den Start. Bello ist eine 3-3 legendäre Kreatur mit einer Mana-Kost von 3, die es mir erlaubt, dass jedes Enchantment oder Artefakt mit einer Mana-Kost von 4 oder höher zu einer Elementarkreatur wird von 4-4 mit Unzerstörbarkeit, Eile und es mir erlaubt, jedes Mal, wenn diese Kreaturen Schaden an Spielern verursachen, eine Karte zu ziehen. Auch wenn ich der Underdog in dieser Runde sein sollte, kampflos gehe ich nicht vom Tisch. So,
jetzt nachdem sich meine Herr Kollegen selbst vorgestellt haben und ihre Commander, würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rein. Ich bin richtig heiß. Aber Leute, dieses Video wird sehr, sehr aufwendig sein und es wird auch sehr, sehr lange gehen. Von dem her, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, haut es unbedingt in die Kommentare rein, damit wir wissen, ob ihr überhaupt Bock weiterhin auf solche Events habt. Und natürlich vergesst nicht, ein Abo da zu lassen. Würde mich massiv unterstützen und das würde auch tatsächlich hier Bock machen, um weitere solche Inhalte rauszuhauen. Doch bevor dieses YouTube-Video weitergeht, lass mich von dem Sponsor von diesem Video erzählen. Send Me To Hell. Send Me To Hell ist eine Firma aus Berlin und macht nur ausdrucksstarke Klamotten. Von dem her, Achtung, wenn du die trägst, nicht, dass du jemand Falsches über den Weg läufst und der es empört. Wer auch einmal in seinem Leben sich mit der Black-Metal-Szene auseinandergesetzt hat, der weiß auch, woher das Shirt kommt mit Burn Your Local Churches. Von dem her, wenn du auch Bock hast auf alternative Kleidung, wie ich sie tagtäglich im Stream in meinen Videos trage, dann schau definitiv bei unserem Werbepartner Send Me To Hell vorbei. Die Klamotten sind 1A-Qualität und sogar nach mehrfachem Waschen halten die Prints noch immer. Jetzt kannst du mit dem Code NIVSKA 15% sparen. Natürlich findest du den Link unten in der Werbebeschreibung und wird Zeit, dass sich ein paar Leute aufregen über dein T-Shirt. Von dem her würde ich sagen, genug gequasselt, gehen wir einfach direkt ins Game rein. Gott, habe ich Lust und Laune drauf. Ich werde Kevin sowas von als erstes raushauen. So, ja. Kinas, und jetzt präsentiere ich euch das Spielfeld. So, Leute, winkt mal alle in die Kamera. Wo ist Peter? Tanz mal eine Runde hin und her. Hallo, okay. Ich tanze jetzt ein bisschen. Zu meiner... Was von meiner... das ist zu meiner rechten Seite, wo er das sehen kann, haben wir den Wurst-Peter. Den Hallo, da. Der Forbidden Memory streamt und der zu blöd ist, eine Kamera aufzusetzen, weshalb er diesen Pappaufsteller von sich da drin hat, der die ganze Zeit hin und her wackelt. Achte da nicht blöd, das ist ein Feature. Ja, na. Und unter mir, der Mann, der wirklich Koloss... Verwendest du heute wirklich 400 Koloss-Tokens? Nee, aber soll ich die auspacken? Gib mir schon mal ein paar hin. Ja, auf jeden Fall der Mann, der mehr Kolosse besitzt wie andere reguläre Yu-Gi-Oh!-Karten, actually. Das ist kein Witz, Leute. Ja, Luke Jones! Und natürlich haben wir da unten in dieser Ecke Punkt in, neu am Streamer-Himmel. Jetzt hier mit Pokémon-Content, aber wir ziehen ihn trotzdem einfach mit in die Bubble rein. Und dann werden wir heute uns gemeinsam schön mit Scheiße beschmieren. So sehe ich das Ganze jetzt einfach mal, würde ich sagen. Oder, Leute? Ansage kam ja schon von dir vorhin, ne? Also, ich weiß. Bin ja nicht nachtragend, aber ich merke mir alles. Ich würde es einfach mal sagen, ganz geschmeidig, geh mal rein, wer anfängt. Und von dem aus, wir würfeln. 20er? Oh, machen wir einen 20er, wer die höchste Zahl hat gewinnt. Und dann von da aus... Und gewinnt, ja, das finde ich gut. Moment. Also, wir machen... Ich wollte auch nochmal sagen, Schaffeln, Kinas. Nein, wir machen den W20. Wir machen den W20. Wer die höchste Zahl hat, fängt an. Und von da aus, ne, wissen wir Bescheid. Ich mach das direkt hier lokal. So. Nein, ja. Den ersten Spoiler. Upsala, der geht aus dem Grund. Jetzt. Ich mach's auch lokal. Das ist eine 19. Ich hab eine 3. Ich hab eine... You rolled a 20. A 20? Ihr wollt 11. 11, okay. Das heißt, Punkt-In darf anfangen und von ihm aus im Uhrzeigersinn. Oh boy, okay. Dann, Kevin, leg mal los. Let's go. Dann draw ich mal for turn, ne? Ja, auf ein gutes, Jungens. Auf ein gutes, Kinas. Ne? Und ich würde dann doch mal direkt reingehen und... Für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir oben haben immer unsere Zahlen, das sind unsere Lebenspunkte. Und wenn die Lebenspunkte auf 0 fahren, hast du halt verloren. Ne? Also jeder hat 40 Lebenspunkte und man muss halt auf 0 bringen, den ganzen Kram. Ich würde einfach mal ein Land ins Spiel bringen und jetzt wird der gute Lukas schon wieder schreien vor Hass, obwohl er gesehen hat, ich habe mein Deck... Wenn du jetzt einen Soul Ring, Bruder... Direkt. Und wird dann nochmal ein Soul Ring spielen. Leute, ihr wisst, wen wir... Also, direkt ins Kreuzfeuer genommen. Ist ein guter Start, Kinas, und darauf pässe ich. Also mehr mache ich dann auch nicht. Da fällt mir nur bodenlos zu ein. Turn 1 Soul Ring, für alle, die es nicht wissen, das Ding gibt nochmal Mana oben drauf. Und wenn du das Ding Turn 1 machst, dann basically tust du das Fadenkreuz auf dich selbst hauen erstmal. Oh, super. Nach Punk bin ich, ne? Ja. Dann Dwarf per Turn. Oh, Vorsicht, Spoiler. Und ich dachte, meine Hand wäre gut, wenn ich einen One-Drop habe. Ich spiele einmal eine Insel aus. Mhm. Und dann für ein Mana die prophezeiende Fee aus. Fliegend, und sie sagt, wenn sie ins Spiel kommt, wende ich sich 2 an. Das heißt, ich gucke mir die obersten 2 Karten meiner Bibliothek an. Und ich glaube, ich darf auch eine nur aufs Deck legen und die andere geht dann runter. Brauchen wir noch nicht, die kostet viel. Und das war's. Dann gebe ich ab an.
Alrighty, draw for turn. Wir gehen erstmal ganz geschmeidig rein mit einem Mountain. Yeah, ne, Wursti, mach mal. Alles klar, draw for turn. Ich starte mit einer sich entfaltenden Wildnis. Die darf ich tappen und opfern und mir ein Standardland suchen, was getappt ins Spiel kommt. Ich passe. Let's go! Dann es läuft ja mit tektonischer Plattenverschiebung die Geschwindigkeit hier, ne? Yes. Dann würde ich doch einfach nochmal ein weiteres Land spielen. Und dann meinen Zauber wirken. Und zwar Harmonize für 2 grün und 2 generische. Und darf 3 Karten ziehen. Also, Leute. Also, das ist ja wohl bodenlos. Ja, ja, also ich muss schon sagen, seine Ressourcen, du bist mir ein bisschen zu krass unterwegs. Not gonna fucking lie. Ja, und darauf passe ich dann auch erstmal wieder, ne? Also, ich weiß nicht, was ihr habt. Dann enttappen, dann draw for turn. Baue erstmal hier mein Zeug auf, also immer schön langsam. So, dann starten wir das Ganze mit 1 Commander Tower. Ey, ist gut. Schwere ich mich nicht. Für 1 Command Tower Tab und eine Insel, also wir machen mal blau und schwarz. Kommt rein die Obreia träumende Duellantin, die ja theoretisch sogar aufblitzen, also könnt ihr auch in euren Zug spielen, hat fliegend und sagt immer, wenn ein anderes Feenwesen unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner ein Lebenspunkt. Cool. So, dann würfen wir wieder. Also, 1 bis 2 ist Kevin, 3 bis 4 ist Kevin. Halt, ich hab was vorbereitet, bevor du jetzt mich angreifst. Oder bevor du würfelst. Ich hab ein paar coole Token. Wollte ich nur mal... Also, ganz ehrlich, die Nummer zieht nicht nochmal, vor allem, da du gestern vor Lukas einen Titan zerrissen hast, ne? Das ist also, echt bodenlos gewesen, ey. Absolut frech. Ja. Also 1 bis 2 Snifskat, 3 bis 4 bin ich und 5 bis 6 Kevin. Nein. Ich hab auch einen Token für dich, Kevin. Der Mann ist vorbereitet, ja. Und jetzt, wenn du jetzt noch für Wursti hingehst und... Ich hab keine Ahnung, was Wursti spielt. Ich glaube, du spielst nur irgendwie so Gammelkram von Edison. Was soll das denn? Ich spiel Dinos! Ja, und Flo, aber Dinos! Nico, du hättest einfach eine Packung Krakauer jetzt auf den Tisch legen sollen. Da ich ja schon mal ein Mann von Kultur bin und Koloss-Token habe, würde ich sagen, werde ich beim ersten Angriff mal ausgelassen. Ja, ich würde sagen, 1 bis 6 ist Kevin. Und yes! 1 in Kevin rein. Okay, cool, nehme ich. I take it. Kevin, es ist ein Verlust für uns alle. We do play a land. Ich tappe 2 und wir spielen Is It Signet. Gut. And ich glotze dich doof an, Pass. Alles klar. Am Ende deines Zuges crack ich die sich entfaltende Wildnis und ich hole mir ein Standardland. Ich entscheide mich für ein Mountain. Muss mal kurz mischen. Ich lese auch gerade was im Chat. Du Fiesling, siehst du? Was heißt du Fiesling? Kinders, wir wissen, ich bin hier der Underdog in der Runde. Ne? Aber Hauptsache, alle gehen ich wieder Gott geh auf Mutter. In meinen halt deinen Maul mit deinem Sorry. Ich meine, du bist ein wunderschönes Individuum. Stimmt. Ich bringe ins Spiel ein Wald. Mhm. And that's all she sang. Bitteschön. Ey, wirklich, wusste ich, hab's Gefühl, du und ich, wir connecten hier gerade so ein bisschen. Also so. Ja, wir machen ne, ganz schön in Ruhe. Ja, ja. Langsames Ding. Ganz nicht eine Eile. Ich hab hier keinen Timer im Blick, ich muss nicht speedrunnen. Nein, ja. müssen wir auch nicht. Ich würde mal meinen Soul Ring tappen, um Arcane Signet reinzubringen. Da ist er, natürlich. Ja, sicher doch. Leute, also wirklich, der Mann macht gerade eine Kriegserklärung nach der anderen. Dann würde ich für 2 Fellwear Stone ins Spiel bringen. Das ist ein Rand, Alter, er hat genauso viel Mana wie wir zusammen. Wir haben 6, er hat auch 6. Das ist doch so lächerlich. Das ist richtig, ja. Oh mein Gott. Dann würde ich die beiden auch tappen und bringe den Loam Speaker ins Spiel. Was macht er? Lies mal vor. Wenn ich den tappe, habe ich nochmal einen Mana. Target land you control becomes a 3/3 elemental creature with haste until the end of the turn. It's still a land. Only a source. It's a sorcery. Junge, ich habe keine Ahnung, auf was für einem Kernkraftwerk du sitzt, ne? Weil so wie gar nicht du unterm Arsch hast. Wir belassen es erstmal dabei. Ne? Okay, dann Herr Todes. Krieg ich das Zepter? Kevin! Kevin, abgeben. Oh ja, mein Gott. Du bist der, der gestern ein bisschen rumgemault hat. Enttapp. Ich habe heute Alzheimer. Wir spielen eine Insel.
Und dann holen wir für blau, blau und der Befehlsturm kann Gott sei Dank auch schwarz machen. Was ist denn ein Commander? Dann holen wir den Techwill Fürst der Pracht. Mhm, Nochmal zum Verständnis, der ist fliegend, Todesberührung, andere Feenwesen, die ich kontrolliere, erhalten +1/+1, das heißt alle außer er selber, weil das ganze Deck besteht, glaube ich, aus Feenwesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas habe, was nicht Fee ist. Und die Karte sagt aus, immer wenn ein anderes Feenwesen, das ich kontrolliere, sterben sollte, dann ziehe ich eine Karte und ich verliere einen Lebenspunkt. Dann triggert Obreya träumende Duellantin und jeder von euch verliert einen Lebenspunkt, weil eine Fee da spielt. Ja, wenn nur ein Lebenspunkt, ne? Du müsstest dann auf 38 gehen. 38, so. Ich habe ja nur einen Attack. Dann hat er zweimal genommen. Ja, aber du kriegst jetzt noch. Lukas, bevor du das machst, ne? Ich möchte heute nur noch mal anmerken, es ist ja National Bold Day, ne? Und ich möchte einfach nur mal sagen, wie schön dein Haaransatz ist, wie volles und festes Haar du hast. Und ich wirklich das appreciate, ja? Das, okay, das drei auf dich. Guter Mann. Du lässt dich gerade hier literally von Osama bin Laden belabern. Du kriegst jetzt drei. So viel Energie wieder. Jesus Christ, wow. Drei auf Nico und Pest. Lukas, wir waren ja schon immer so, ne? League of Legends und so. Ja, ne? Beste. Siehst du, da kann ich schon mal nicht mitreden. Das ist nicht meine Verhandlungsbasis. Aber ich bin nicht beeinflussbar, Jung. Ja, überhaupt nicht. Na ja, ich merk's. Überhaupt nicht. We tap 2 für Mindstone. Jetzt, yeah. Was soll ich sagen? Du brauchst aber noch ein bisschen, um Kevin einzuholen. Ich weiß! Aber du haust ja mir lieber aufs Maul! We do tap auf für Selfless Spirit. Was macht der? Sacrifice, also er kann sich selbst sacrificen und dann kriegen meine Kreaturen bis zum Ende des Zuges Unzerstörbarkeit und das Ding ist flying. Und hat 2-1, aber das war's auch schon. Ja, ne? Wussi, du bist sehr sympathisch. Mach mal. Alles klar, dann draw for turn. Ja. Alles klar, so, jetzt bräuchte ich nur noch ein Land, dann kann ich auch spielen. Ist aber kein Problem, ich habe nämlich eins in der Hand, und zwar den versteckten Innenhof. Wenn der ins Spiel kommt, bestimme ich einen Kreaturentyp und Dinosaurier. Den kann ich nutzen, um entweder ein farbloses zu erzeugen, oder ich mache Mana beliebiger Farbe, darf das aber nur nutzen, um Kreaturenzauber von dem bestimmten Typ zu wirken oder Fähigkeiten von dem Kreaturentyp zu aktivieren. So, dann tappe ich meine drei und ich caste den Sonnenkragen-Nachahmer. Das ist ein 3-3 Dinosaurier. Der macht selber jetzt eigentlich nicht viel. Er kann nämlich immer, wenn er selber angreift, Fähigkeiten oder eine Fähigkeit von einem meiner Dinos auf dem Feld, einem meiner anderen Dinos auf dem Feld kopieren. Plus, dass er halt alles, das, was er hat, schon hat. Also jetzt gerade macht er eigentlich noch nichts. Er ist nur ein 3-3 Buddy und das war's. Kevin, du bist dran. Alright, dann antappen wir mal. Ein Königreich für Ländereien. Dann draw. Oh, ich bitte euch wirklich, können wir den Typen schlachten? Wir spielen erstmal ein Harpluzan Forest. Dann würde ich doch gerne für mein Soul Ring für 2 ein weiteres Artefakt ins Spiel bringen. Entschuldigung, Nico, ja. Du bekommst noch 2 zusätzliche Schaden, die hatten ja +1/+1. Dann würde ich doch mal ganz flix die 3 tappen. Also, um hier ein rotes und ein grünes, tappen wir den Westbone. Und dann nehmen wir das. Und dann spielen wir mal ganz geschmeidig Cultivate. Ah, Meran. Gott. Search your library for up to 2 basic land cards. Reveal those cards, put 1 onto the battlefield, tapped at the other into your hand. Ich hasse dich so sehr, Kevin, das glaubst du gar also, nicht. Also, ich muss mal sagen, er hat zwar jetzt viele Mana-Ressourcen, aber viel ist jetzt insgesamt noch nicht passiert. Na, ja. Also er hat halt jede Mana-Karte in seinem Deck gefunden, Turn 1 ja, hier hat. Wie gesagt, ja, noch ist trotzdem nicht viel passiert. Ja, okay, Turn 3 tut er dann eine Atombombe rauf. Das heißt, ein Gebirge getappt und eine auf die Hand. Oh mein Gott. Und dann würde ich doch mal ganz geschmeidig für ein 2 und ein drittes noch Gorklaw Terror of Qualzima spielen. Ne? Und darauf passe ich dann auch. Was hat der nochmal gemacht? Creature spells you cast with power 4 or greater cost 2 less to cast.
Whenever Qualzima attacks, each creature you control with power 4 or greater gets 1+1. And trample. And gains trample until the end of the turn. Wir Bitte. Ziehen erstmal eine Karte. Dann spielen wir ein Land. Der Junge hat literally einen Uranstab unterm Arsch klemmen. Also Nico, ich finde, du stellst dich halt auch so ein bisschen an. Möchtest du heute, möchte Nico wirklich auf Mimose machen? Möchtest du auf kleine Mimose machen? Also ich werde mal für ein Blau und ein Schwarz ein Arcane Petschaft ausspielen. Kommt zwar ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Zeigt ein Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität deines Kommandeurs, das heißt Blau, Schwarz. Und dann würde ich würfeln. Nico ist 1 und 2, Kai, du bist 3, 4 und Kevin ist 5, 6. Möge das Schicksal euch holen. Cool! Und dann gehen wir einmal rein mit dem und einmal mit der O'Brien. Wie viel fress ich? Was sind die Attack Values von deinen Viechern? 2, 3 und der hat 3, 3. Geht auch hinten, der kriegt auch Arsch. Also wie viel fress ich in total? 5. Take ich. Erstmal untap hier, bevor ich es vergesse. Leute, wir haben ein Land gefunden. Wir nehmen ihn plus Mindstone plus die beiden. Holen wir Zinnia. Da würde ich gerne drauf reagieren. Oh, für ein Blau und ein Schwarz würde ich Dotterzauber aktivieren. Dotterzauber. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 2+1 für jedes Feenwesen, das ich kontrolliere. Also müsstest du 5 mehr bezahlen. Oh mein Gott, da ist doch ein Counterspell im Deck. 2 sogar. Bitte? Du müsstest bitte. Jetzt 5 mehr bezahlen für dein Command. Ansonsten wäre der Zauberspruch leider not. Ja. Die Lache. Da hat man sich keine Freude gemacht. Wann ist der gerippte Thunder Dragon jetzt dahin gekommen? Ich hab das nicht mitbekommen. Lass mich mal kurz nach. Gerade für einen Moment passiert. Kevin hat's nicht gesehen. Ahnung. Du musst nur ich hab da neuen Zauber gecastet. Das ist. Alter, in so ein Feendeck ist der echt ziemlich broken. Halt dein dummes Maul. Oh Gott! Ich hab jetzt mal eine Frage, ne? Galt Nikos Commander jetzt eigentlich als gecastet? Nein. Ja, der kostet 2 mehr. Ja, aber der ist ja wieder in der Command Zone drin. Ja, aber der kostet 2 mehr. Der kostet 2 mehr zum Casten. Super, beim jetzt kostet er mich 5 Mana. ja. Das finde ich super, dass du auf mich eintrittst, du Idiot. Wirklich. Selten. Wo ist die? Keine Ahnung, ich hab da vielleicht... Ich enttappe! Lukas! Ein paar Gedanken. Ich drawe jetzt for turn. Ich habe for turn gedrawt. Hier kommt ins Spiel ein Torbogen von Oraska. Ah, du meinst das, wo du den Segen bekommst, der nichts macht? Cool. Richtig, der hat Aufstieg. Das heißt, sobald ich 10 oder mehr Permanents kontrolliere, bekomme ich den Segen der Stadt. Und der ist ziemlich cool. Der gibt mir vielleicht ein paar Sondereffekte. Den Torbogen kann ich tappen für ein farbloses oder ich zahle 5 und tappe ihn und darf eine Karte ziehen. Das darf ich aber nur machen, sobald ich den Segen der Stadt habe. Als nächstes werde ich in den Angriff starten. Mhm. Lukas, ein 3-3er kommt zu dir. Was hat der für eine Ability? Jetzt gerade nichts. Der würde jetzt beim Angriff die Abilities von einem anderen Dino, den ich hätte, kopieren. Ist aber keiner da, deswegen macht er jetzt gerade nichts. Und der hat hinten 3, ne? Der hat hinten 3, ja. 37, perfekt. Dann gehe ich in die Post-Combat-Main. Ah ja, übrigens, wie viel Commando-Damage habe ich von dir bekommen, Lukas? Ich habe vergessen, das mitzuzählen. Wie viel macht dein Commander nochmal an sich? Wo? Der gibt sich selber keinen Push. Ich habe eine... Warte, 2 Commander-Damage habe ich von dir gefressen, das ist okay. Ich tappe 3, ich caste eine Verzauberung, die sich Weg der Nachfahren nennt. Mhm. Und zwar, zu Beginn meines Versorgungssegments... Darf ich die oberste Karte meiner Bibliothek aufdecken? Warte, ich habe das nicht gefunden. Ja. Falls es eine Kreatur ist, oder ein Kreaturtypen ist, die denselben Kreaturtypen hat wie eine Kreatur, die ich bereits im Spiel habe, also wie zum Beispiel Dinosaurier, darf ich sie for free casten. Ansonsten geht sie unter meine Bibliothek. Und damit bin ich fertig. Dann drawen wir mal. Wir spielen erstmal ein weiteres Land. So. Dann würde ich doch einfach mal für... Hast du nur 11 Mana? 2... 4... und...
5. Oh Gott. Ich glaube, ein rotes, ne? Ich brauche noch ein rotes, ja. Warstorm Surge. Ach, jetzt hat er Enchantments und so. Jetzt geht gleich los mit dem Commander. Whenever a creature you control enters, it deals damage equal to its power to any target. So, und da ihr gerade nach meinem Commander gefragt habt, für ein grünes, ein rotes. 11 Mana, Turn 4. Ja, Chat, er hat jede Ramp-Karte, die er in seinem 100-Karten-Deck hat, hat er gezogen. Turn 2 bis 3. Grass of Starthand. Also, I shit you not, Leute. Ja, Bello kommt rein. Dadurch wird Warstorm Switch natürlich getriggert. Du bist der attraktivste Streamer, den ich kenne, by the way, ne? So. Also, bevor das jetzt losgeht, ne? Wo wir gerade beim Thema sind, Streamer, ne? Wursti, also bei Lukas bitte. Weiß ich es ja, aber streamst du auch? Ja, also wenn ich nicht gerade krank bin, dann streame ich ja. Das ist gut. So, passt auf, Kinas. Wir können das jetzt ganz einfach machen, ne? Ich habe mein Twitch-Dashboard auf, 3 giftet und ihr seid raus. Ist nicht dein Ehren. Ey, ich mag Moneten, was soll ich euch sagen? Er mag Moneten, also da bin ich raus, nein. Da folge ich. Dann lassen wir mal mit. Nico, was ist mit dir? Ich bin gerade am Überweisen, Junge. Nein, ernsthaft? Ja. Bisschen verzweifelt over hier. I mean, ja, es ist September, also ne, reincashen kann das sich lohnen. Aber 3 giftet? Ja, das zahle ich mit Freuden. Kevin, ich möchte dir ein Gegenangebot machen. Das kenne ich. Lass mich in Ruhe und wenn ich das nächste Mal dran bin, also meinem nächsten Zug, lass ich auch deinen Commander in Ruhe. Ja, 3 Gift-Subs. Sie sind raus, Bruder. Die müssen jetzt bei dir ankommen. Ah, geil. Ja, super. Nico? Ja. Kuss, mein Lieber. Also, du bist raus aus der Rechnung. Gut. Ich mag Moni. Kinders, was soll ich euch sagen? So, dann ist noch Wurst, Peter. Was war jetzt nochmal dein Vorschlag? Also nochmal, ja, wenn du mich in Ruhe lässt, lass ich in meinem nächsten Zug deinen Commander in Ruhe. Lukas! Also ich bin ja dafür, Kevin, dass du tatsächlich bei Kai mal frei machst und dann kann ich da gleich reinspielen. Also ich habe den Counterspell nicht auf deinen Commander geworfen, ne? Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Ich spiele kein Blau. Ja? Hey, guck mal, wir sind gefressen. Wir sind Gruul-Brüder. Also hier, ne, rot-grün und ich habe ein bisschen weiß, jo, aber im Prinzip machen wir das Gleiche, ja? Du hast dich schon aufgebaut, ich komme jetzt noch ein bisschen hinterher und dann, ne, wird das schon passen. Also ich habe Schutzgeld gezahlt gerade. Also Kevin, also, ja, Nico ist raus, Lukas, pass auf. Du hast den Angriff nicht gekriegt und du hast den Counterspell auch nicht gekriegt, obwohl du der Spieler bist, der gerade ganz vorne mitläuft. Also das, wenn das nicht Kumpel von mir gewesen ist, dann weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, du wirst mich echt ziemlich unbeliebt machen. Ihr seid gerade beide Russland-USA und traut euch noch nicht so richtig den Nuke zu zünden. Lukas, pass auf, ich mach dir ein Angebot. Ich nehme dir nur deinen Commander weg. Nein, dann habe ich Hass. Dann bin ich... Kevin, es ist egal, was... Du hast so viel Mana, du kannst ihn kaufen. Los. Lukas, komm. Nein, das ist schlecht. Wir nehmen dir nur deinen Commander weg. Das kannst du vertreten. Nein, das kann ich nicht verkaufen. Da geht ein Zug flöten. Das ist ja bodenlos. Ja, aber ich pass auf, ich will auch nicht immer nach unten treten, weißt du? So, beim Wursti sieht zwar schon besser aus als gestern, ne? Aber jetzt guck dir mal die arme Sau, die gegen... Ja, ich merke das schon. Der da wirklich bodenlos und... Ja, ist okay. Ne? Also, tut mir... Das wissen wir alle, das ist jetzt, ne? Das weiß jetzt auch ganz so. Deutschland, zumindest Nikos Zuschauer. Ja, natürlich. So, aber ich kann ja auch jetzt nicht nur Lukas auf den Sack gehen, ne? Deswegen würde ich doch einfach dadurch, dass Bello ja aus meinen Enchantments auch eine Creature macht, einmal die 4-4 zum guten Wurst-Peter rüberschicken. Ich hoffe, du nimmst das nicht persönlich, aber ich würde gerne eine Karte ziehen, ja? So, da haben wir doch die Runde dann wunderbar hinter uns gebracht. Ne? Ich habe schon wieder ein Land gezogen, ich gehe kaputt. So, aber an der Stelle würde ich dann auch meinen Turn beenden. Dann enttappe ich mal. Also Lukas, ich sag dir jetzt, wie es ist. Mit 5 Mana kannst du auch einfach wieder Mana casten. Ich sag dir, wie es ist. Ich hatte einen amazing Turn 5 Play jetzt mit meinem Commander und du hast halt einfach alles. Das ist einfach nur frech. Ja, reden wir von 34 Lebenspunkte entziehen, amazing? Nein, das nicht. Wir reden von einem Board-Vibe. Jetzt ist ja nicht mal so schön. Wie lange sind die unzerstörbar, die Verzauberungen? Die Zerstörung. Solange Bello liegt. Nur in meinem Turn.
Ah, nur in seinem Turn. Ach so. Ach so, und die ist jetzt auch noch getappt, die Verzauberung. Aber ist jetzt keine Kreatur mehr, ne? Ist jetzt keine Kreatur mehr, ist nur eine Verzauberung, ja. Das wollte ich gerade sagen. Das kann doch nicht sein, Kevin. Ich habe hier so einen geilen Plan gehabt. Hey. Willkommen bei Commander. Willkommen hier unten an Rock Bottom, Kevin, Lukas. Wir spielen für 5 Mana. Spielen wir unseren Commander erneut aus. Amazon Response. Dann gehen wir natürlich mit 3, 4, 5 auf Kevin rüber. Und dann presse ich. Ja, ist, die 3 nehme ich. Also, okay, nice. So. Das sind 4, das sind 5. Die hat +1/+1 wegen Commander, der hat +1. Dann we draw. 2 auch noch. Oh mein Gott, wir haben ein Land. Enters aber tapped. Das ist okay. 5 kostet mich jetzt mein Commander, ne? Mhm. Cool. Die hast du ja doch, ne? Ja, die habe ich, Gott sei Dank. Senia? Fragezeichen. Ich trau mich nicht anzugreifen, ich sag's, wie es ist. Ich trau mich, Mami, ich hab Angst. Also ich stehe offen. Wenn du sagst, du willst jetzt unbedingt mal Schaden verteilen, ich nehme ihn für dich. Folgendes, wo ist die? Du musst verstehen, bitte. Ich bin ein armes, kleines, schutzloses Land hier unten, ne? Jetzt gerade bist du das noch, ja. Ich guck in meine Glaskugel und ich kann sagen, die Zukunft sieht nicht viel besser aus. So. Jetzt gerade, da gebe ich dir absolut recht. Du kannst einfach nicht angreifen und hast dann halt einen Blocker mehr. Ja, und das ist jetzt auch so meine Theorie. Aber trotzdem möchte ich dir nur sagen, dass ich dich sehr, sehr unterhaltsam finde. Und es ist mir eine Freude, dass ich dich in dieses Event mit reingeholt habe. Und ich hätte niemand Lieberes, der mit mir hier unten an einem Gammeltable sitzt. Von dem her gebe ich jetzt mal an dich ab, du schöner Mann. Dankeschön. Ich verbringe gerne Table 500 mit dir. Mhm. Ich gehe meinen Turn und enttappe mein Zeug. Versorgungssegment. Weg der Nachfahren triggert, ich öffne die oberste. Oh, und es ist tatsächlich ein Dinosaurier. Und crazy, den caste ich jetzt for free. Das sind die zornigen Raptoren. Sie haben 5/5 und verursachen Trampeln. Und wann immer ein Dino von mir Schaden erhält, fügt er genauso viel Schaden einem beliebigen Ziel meiner Wahl zu, was kein Dino ist. Stopp, ich habe einen Trigger vergessen. Das ist ja, ist das mandatory? Machen wir das so oder habe ich den jetzt vergessen? Wenn es nicht mandatory ist, hast du es vergessen, Bruder. Ja, okay, whatever. Dann mache ich als nächstes, spiele ich einen Wald aus. Das ist schon mal passiert, das ist wunderschön. Dann werde ich als nächstes überlegen, noch mehr überlegen. Und ich muss mal kurz nochmal ein Boardstate angucken. Kevin, ich frage für einen Freund, wie viel Mana hast du jetzt insgesamt? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also Mana theoretisch 10, vielleicht 12. Gott, Digga, leck mich doch am Arsch. Okay. Moment. Ich habe dann aber auch noch mal eine Frage, Nico. Ja. Hätte ich eigentlich auch 5 giftet sagen können? Nein. Okay. Kevin, sag mir bitte noch mal, was die Bodies deiner Kreaturen haben aktuell. 1-3, 4-3 und 3-3. So, pass auf, ich gehe in Combat. Lukas, der Sonnenkragen-Nachahmer kommt zu dir. Da ich jetzt einen anderen Dino kontrolliere, habe ich einen Attack-Trigger. Er wird zu den zornigen Raptoren, ist damit jetzt eine 5-5-Kreatur, die Trampelschaden verursacht. Und wann immer ein Dino von mir Schaden kriegt, können beide sogar Schaden auf andere Ziele schießen, wie es mir beliebt. Wie viel hat er jetzt? Er hat 5/5 und trampeln. Dann bin ich von 37 auf 32. Alles klar, das ist passiert. Wunderbar. Also wir halten mal wieder fest, wir haben die Angriffe munter aufgeteilt und hier wird wieder nur auf eine Person rum. Das ist bodenlos. Das ist richtig bodenlos. Post-Combat Main. Lukas, ich brauche die Bodies deiner Kreaturen, aber bitte kurz. Dein Scheiß Ernst, 3-3, 2-2, 2-3. Wie viel kostet jetzt dein Commando 5, wenn du ihn rausholst, ne? Ja. Was soll ich ihn 7 kosten lassen? Sag mal, Kai, wo wohnst du eigentlich nochmal? Ja, das ist gut zu wissen, ne? Kannst du das nicht mit deiner heraus. CIA-Technik, die du beim Bund zur Verfügung hast, rausfinden? Das wird bestimmt möglich Keine sein, Ahnung. Also brauche ich ja gar nicht du sagen. Du siehst es irgendwie anhand den Dreck unter seiner Fingernägel, sagst du zum Kollegen, hier kannst du mal einen Hansen, woher der kommt.
Ich will gucken, wo ich zuerst hinfahre. Erst nach Dresden oder erst dahin, wo Kai wohnt? Baden-Württemberg ist ein bisschen weit. Ah. Ich bin hier unten sicher im Süden. Willst du eigentlich in Dresden? Jemanden besuchen. Ich kenne keinen in dieser Runde, der in Dresden wohnt. Und von daher frage ich mal. Niska, deine weiße Kreatur, was für ein Body hat die? 2-1. Ich brauche nochmal, Lukas, den Body von deinem Commander. Alter. Ich will nur Body wissen. 2-3. 2-3. Du musst mich nicht anschreien. Ja, bitte, ne, ganz, ne, alles gut, alles gut. Oh, wunderbar, wunderbar. Also ich finde auch, mit dieser Aggressivität muss sich Lukas auch nicht wundern, wenn wir dann keine entspannte Runde, ne? Also mach mal ein paar Good Vibes hier, Lukas. Ich bin inzwischen bei Energy Drink Nummer 4, nachdem ich jetzt noch meine Kaffeetasse weggehauen habe. Nee, wisst ihr was? Okay, ich habe mich jetzt entschieden. Das finde ich super. Tappe alle 5 und Pantlaser kommt ins Spiel. So, okay. Pantlaser kommt ins Spiel und triggert. Ich mache jetzt Entdecken für 4. Das heißt, ich reveale meine Bibliothek, meine Obersten, so lange, bis ich einen Zauberspruch, der 4 oder weniger kostet, reveale. Und dann nehme ich ihn entweder auf die Hand oder cast ihn for free. Der kostet 6, der kostet 5, der kostet 3. Oh, der ist wunderschön. Ja, das ist Kinjalis Sonnenschwinge. Das ist ein 2-3er-Dino, der fliegt. Und alle Kreaturen, die meine Gegner kontrollieren, kommen getappt ins Spiel. Okay. Also es ist ein Floodgate quasi. Ja. Es ist ein kleiner, Skill Drain gerade. Es ist Anti-Spell für Kreaturen. Ganz arme. Und, getappt heißt aber trotzdem, dass die Trigger losgehen, wenn sie gesammelt werden. Trigger, sie können ganz normal triggern, die haben Effekte. Die können einfach nur nicht angreifen, basically, oder ihre Tap-Effekte benutzen. Ja, und damit gebe ich ab. So, jetzt. Alrighty. Deiner ist es. Ja, ich enttapp erstmal eine halbe Stunde wieder, ne? Ja, ja, oh Gott. Man kennt's ja. So, hier. Wie fühlt es sich an, so in deinem Ei versus in deinem Turm, so ganz oben? Ist auch ein bisschen einsam, sag ich, wie es ist, ne? Ich dachte, der Wind ist ein bisschen stark, der so zieht. So. Kannst du nicht aus. Nee, es ist ein bisschen einsam einfach. So, dann würde ich mal für Turn ziehen. Oh mein Gott, wird das jetzt gottlos, Kinners. Lukas, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt gekommen, wo du mir was bieten musst einfach. Was soll ich dir denn bieten? Pass mal auf, ich werde dir jetzt mal ein Geheimnis verraten. Das war ja schon von Anfang an mein Plan. Wir haben ja die Megatin bekommen, mein Bestes. Und in der Megatin gibt es eine Karte, die nennt sich Phantomritter der leisen Stiefel, glaube ich. Die gibt es in High Rare. Ich habe einen ganz guten Kumpel, einen sehr sympathischen, sehr sympathischen Streamer. Ich finde das und super, genau dass du mit dem dieser Streamer verdient diese Karte einfach. Der verdient die einfach. Und auf der nächsten YCS oder so sehe ich mich wirklich, dass ich diesen tollen Menschen... Finde ich so gut, dass du jemanden mit Yugi bestechen willst, der kein Yugi mehr spielt. Also ja, genau, aber ich wollte ihn ausreden lassen. Er soll sich den Mund fusselig reden, um einfach nur sagen zu können, ja Bruder, ist ein geiles Angebot, holst du mich nur nicht mit ab. Also, ich bin wie Konami, das Einzige, was ich dir bieten kann, sind Karten. Ach nee. Kevin, was willst du denn? Was willst du denn? Also erstmal, Kinas, machen wir halt einfach wie jeden Zug, ja? Wir tappen erst oder wir bringen Land ins Spiel, das kommt diesmal sogar getappt in oh, wow. Spiel, ne? Jetzt haben wir den guten, also Nico hat 3 Gifted bezahlt, ne? Da tut sich auch noch nichts auf dem Board. Oh, gut, du bist fein raus. Ah, nice! Ich kann auch dann nicht die ganze Zeit gottlos auf Lukas gehen, bin ich halt auch ehrlich. Halt du bist auch so ein toller Mensch. Aber ich habe auch gerade zu Wursti gesagt, ne? Die 4 Dingens, ne? Ich kann halt, also ich muss ja auch irgendwo fair bleiben. Und deswegen würde ich jetzt erstmal 2 Grüne und dann 1 den. Oh, was kommt da jetzt? 2 und machen wir noch einen Mountain. Ja. Würde ich Kodama ins Spiel bringen, der ja durch Wurstis Monster getappt ins Spiel kommt. Richtig? Das ist richtig, ja. By the way, mir fällt gerade auf, durch Goreclaw zahle ich weniger, wenn ich Kreatur. Das heißt, ich darf den Soul Ring sogar behalten. Ist ja geil. Verstehe ich das richtig? Du hast 10, 11 Mana, sowas. Und dann hast du noch etwas, was deine Mana-Kosten verringert. Genau. Und dann. Boah, leg mich doch am Sack, Alter. Und unzerstörbare Artefakte. Dadurch, dass ich ja jetzt eine Creature gespielt habe mit 6-6, triggert natürlich Warstorm Surge. Ah ja, du schießt jetzt. Every creature you control enters, it deals damage equal to its power to any target.
Okay, so, wo möchtest du die 6 Schaden hinschießen? Wir haben jetzt Lukas Commander, den ich jetzt einfach unsummoning könnte, was halt echt gottlos wäre. Sind wir mal ehrlich, Kinder. Also dann kann ich mich halt, guckt euch jetzt sich in der Facecam da an. Ja, also, das wäre halt dieses andere bodenlos ein. Aber der Lukas hat auch gestern einen Satz gebracht, den ich mir tatsächlich zu Herzen nehmen muss. Und zwar, wenn ein Commander so sitzt, darf der nicht lange auf dem Spielfeld sein. Und damit wären wir beim guten Wurst-Peter. Du bist ein guter. Und da würde ich doch die 6 einfach mal auf den Commander vom Wurst-Peter einfach feuern. Das kannst du natürlich machen. Du solltest dir aber auch überlegen, dass das mit Konsequenzen zu ahnden ist. Und zwar das, sehr instant. Ja, das denke ich mir. Wurst, jetzt versetz dich doch mal in meine Lage. Oh Gott. Fangen wir mal so an. Also ich kann nicht die ganze Zeit gottlos auf Lukas gehen. Nico krüppelt da rum mit seinen 4 Also können ist jetzt so eine Sache. Können kann man alles. Ich sag's mal, wie es ist. China hat auch ein paar Jahre gebraucht, bevor sie zur Weltmacht wurden. Also bei mir, ne? Also ich weiß, sieht gerade nicht gut aus, aber wir subventionieren gerade. Jeweils 10 Sekunden von jedem Argument, warum ich ihn nicht wählen soll. Nico fängt an und los. 3 Giftets nochmal. Okay. Wurst-Peter. Du bekommst 12 Schaden. Ich bekomme 12 Schaden. Lukas? Was soll ich dir sagen? Ich habe dich eben in Ruhe gelassen. Der Counterspell, der hat Nico erwischt, obwohl du ihn eigentlich als erstes gebraucht hättest. Kevin, die 3 Giftets sind raus. Die 3 Giftets sind raus. Ich habe, wie gesagt, eine wunderschöne Phantom Knight-Karte bei, die ich dir spendieren möchte. Insgesamt 6 Giftets von mir bekommen. Ich höre meinen Sub-Alert gerade auf dem Kopfhörer, von daher, ne? Also, ich habe jetzt 6 Giftet von Nico. Wurst-Peter verschont mich mit 12 Schaden und drehst mir eine Yu-Gi-Oh!-Karte an, die ich absolut scheiße finde. Du findest den absolut scheiße. Ich dachte, du bist PK-Fan. Ich bin hat Yugi gequittet. Ja. Okay, pass auf. Wenn wir uns das nächste Mal sehen. Du hattest deine 10 Sekunden, Lukas. Du hast deine Schneidezähne behalten. Du hattest deine 10 Sekunden, aber ich will nicht so gottlos sein. Any Target bedeutet ja auch, ich kann den Spieler selber wählen. Und dann drücke ich dir einfach nur so 6 sein Commander in Ruhe. Ist das ein Deal, mit dem du leben kannst? 32 hatte ich, ne? Kinas, ist doch hier gut Verhandlungsbasis. Ich mache hier Profit. Nico, literally. Noch mal wirklich Kuss. Habe ich jetzt eigentlich schon mehr Subs in dem Game bekommen, als du im ganzen Spiel? Ja, ja, wahrscheinlich. Geil. Ich finde, das ist ein guter Deal. So, aber wir müssen ja noch ein bisschen angreifen. Wusti, würdest du das noch mal verkraften? Also, ich habe jetzt deinen Commander in Ruhe gelassen. Würdest du die 4 noch mal verkraften für eine Karte für mich? Jetzt überlege ich mal, wie viele Karten ich dich hab gestern ziehen. Also wenn du mich angreifst, ich würde den, ja, dann möchte ich den ganz gerne mit den zornigen Raptoren blocken. Und die schießen jetzt 4 Schaden auf ein anderes Ziel meiner Wahl. Ich möchte an der Stelle nur noch mal einwerfen, in diesem Fall wäre auch Lukas Commander ein Ziel. Das ist auch in der Tat richtig, ja. Was ist die Toughness von deinem Commander, Lukas? 3. 3. Ah! Er würde sterben, ja. Ich finde das ein gutes Argument. Lukas, ich schieße 4 Schaden auf deinen Commander. Natürlich. Kostet nur 7 Mana, um das Ding wieder rauszuholen. Nice. Ich kann super. Das alles nicht mehr. Mega geil, okay. Aber ich will nicht so sein, Lukas Steiner. Draw for turn, enttappen. So, dann ist Yu-Gi-Oh! In 1 gegen 1. Wie dieses Dreckspiel hier. Für 5 Mana spielen wir Spiegelung von Yara. Sagt, wenn die ins Spiel kommt, bestimme ich einen Kreaturentyp. Feenwesen. Immer wenn du einen Zauberspruch bestimmten Typs wirkst, kriege jenen Zauberspruch. Du hast keine Flyer, keine. Ja, also ich habe 1, 2, 3, ja. Ich pass an. Okay, dann wir enttappen. Dann draw. Oh mein Gott, wir haben Landdrop. Das ist ja mal mega geil. Das Problem ist, so sehr ich hier gerade von hinten lache die ganze Zeit, ich bin immer noch der Nutzloseste von allen. Leider. Und Fun Fact, Leute, es wird sich nicht ändern. Wir tappen einmal. Und zwar D2 hauen wir weg und wir hauen das weg. Um dann Inspiring Overseer zu casten mit Offspring von Zinnia.
dann immer diesen wunderschönen Titan. Und Inspiring Overseer hat nämlich den Effekt, und zwar wenn dieses Ding gesammelt wird, kriege ich ein Life und ich darf eine Karte ziehen. Und da ich jetzt das Ding zweimal gecastet habe, über Token kriege ich zwei Life und ich darf zwei Karten ziehen. Und Zinnia kriegt nochmal jetzt einen Angriff dazu, weil er für jede Kreatur mit einer Basiskraft von 1 nochmal einen Angriff oben drauf bekommt. Ach so, Stärke meinst du? Ja, genau. Der kriegt für jeden... Genau, das Token. Ich habe auch gerade verstanden, wie die darf zweimal angreifen. Ja, Nein. Das Ding kriegt nur Angriff oben drauf. Dann nehmen wir von mir aus ihn plus zwei weitere und wir gehen rein für Devilish Valet. Erstmal habe ich einen Trigger auf meinen Path of Ancestry. When that mana is spent to cast a creature spell that shares a creature type with your commander, tut's, weil mein Commander hat ebenfalls rot und das Ding ist rot. Dann darf ich die oberste Karte von meinem Deck basically anschauen und wenn ich möchte, kann ich sie oben liegen lassen oder unter das Deck legen. We do keep that one there. Und das Ding hat Trample und Haste und 1-3. Jetzt darf Zinnia kriegt nochmal einen Angriff um, beziehungsweise ist jetzt auf 3 Attack. Ganz kurz, die Kreaturen, die du in diesem Zug gecastet hast, die kommen alle getappt ins Spiel. Das ist true. Okay, Herr Punk. Ja, bitte. Ich habe ein bisschen Schutzgeld gezahlt. Das ist richtig. Darf ich mal mit 2 bei dir vorbeischauen? Einfach nur, dass ich mich auch mal wie ein großer Mann fühle. Also, da bin ich auch nicht nachtragend 6 giftet, ne? Dann gehen wir mit Selfless Spirit into Punk. Dann nimmst du nochmal 2 da. Und dann muss ich auch schon meinen Turn hier abgeben. Alles klärchen. Gut, ich gehe meinen Turn und enttappe mein Zeug. Weg der Nachbarn triggert. Ich decke die oberste auf. Es ist... Oh, es ist ein Dinosaurier. Crazy. Einer meiner Lieblingsdinosaurier. Und den caste ich auch sofort. Dieser Dinosaurier ist Etali der Ursturm. Etali der Ursturm ist eine 6-6 ältester Dinosaurier-Kreatur. Und immer wenn er angreift, schickt jeder Spieler die oberste Karte von der Bibliothek ins Exil. Und ich darf davon eine beliebige Anzahl an Zaubersprüchen casten. Und zwar for free. What? Response darauf erstmal. Hat der Haste? Nein. Okay. Aber Pantlaser triggert, weil ein Dino von mir ins Spiel gekommen ist. Ich mache jetzt Entdeckung für 6. Ich ziehe eine arkane Petschaft. Die bringe ich auch gerne ins Spiel. Sofort. Ich gehe in meinen Drawstep und habe gedrawt. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ich bringe ins Spiel eine Zornesruhknoten. Kommt normalerweise getappt rein, es sei denn, ich zeige eine Ebene. Oder hier ein Mountain vor. Und dann kommt die umgetappt rein. Damit habe ich jetzt hier auf jeden Fall erstmal was zum Arbeiten. Der hat Summoning Sickness, die anderen 4, die können Dinge tun. Kevin, ich brauche kurz... Was? Kodama hat 6-6? 6-6, 1-3, 4-3 und 3-3. Alles klärchen. Ich tappe ein grünes. Ich caste Wildes Stampfen. Seine Hexerei, die kostet normalerweise 3, aber ich werde einen Dino zum Ziel wählen. Deswegen kostet er 2 weniger. Das ist in diesem Fall Etali. Bedeutet, ich wähle Etali als Ziel. Der bekommt einen 1-1-Counter, ist damit eine 7-7. Und Haste, oder? Nein, Haste nicht, Gott nein. Aber er kämpft gegen eine andere Kreatur meiner Wahl. Gegen Kevins Kodama. Die fügen sich jetzt beide gegenseitig Schaden zu. Bedeutet, Etali bekommt 6 von Kodama und Kodama stirbt. Ein Dino von mir hat Schaden genommen. Die zornigen Raptoren und der Sonnenkragen-Nachahmer, der immer noch ein zornigen Raptorum ist, triggern beide. Oh Gott. Und die wollen beide 6 Schaden schießen. Die 6 Schaden verteile ich jeweils auf die anderen beiden noch übrigen Commander. Moment. Bevor du das machst. Ach, warum kannst du keine Kanalmitglieder nehmen? Ja, ich warte. Passt. Alles gut. Geh durch. Okay. Mach dein Dashboard auf, Kai. Soll mein Dashboard aufmachen? Ja, da Augenblick. Kommen 3 Gifted gleich rein. Ah, du willst mir 3 Gifted? Okay, na, okay. Leute, ich habe jetzt mehr Gifted verteilt, als ich verdient habe in den letzten paar Streams. Ich caste jetzt noch was und dafür... Übrigens, wo ich gerade den Torbogen sehe. Ich kontrolliere 10 oder mehr Permanents. Ich habe den Segen der Stadt. Möchtest du kurz den Zuschauern erklären, was der Segen der Stadt macht? Der Segen der Stadt ist ein Status, den man bekommt, sobald man 10 oder mehr Permanents hat. Und man auch eine Karte besitzt, die Aufstieg sagt, sodass man diesen Segen der Stadt auch bekommen kann. Ja, und dann hat man den. Und dann ist er da und ist man cool. Und man hat den auch bis zum Ende des Spiels, der kann auch nicht weggehen. Ist, ne, kann man nicht. Er ist gesegnet. Check. Ich bin einfach jetzt gesegnet.
Das Einzige, was es mir jetzt gerade bringt, ist, ich kann halt mit diesem Torbogen, kann ich 5 Mana tappen und ihn selber und ich darf dafür eine Karte ziehen. Ist ein bisschen kostspielig, aber hey, ist schön, dass er da ist. Also ich habe den Segen der Stadt und der ist cool, dankeschön. Ich tappe diesen Torbogen für ein farbloses, einen Innenhof für ein weißes und dann möchte ich diese zwei noch tappen. Ich bringe eine weitere Kreatur ins Spiel. Das ist der Bronzeschnabel-Beutegreifer. Er hat 3/4 und wenn er ins Spiel kommt, wähle ich für jeden Gegner ein Permanent und schicke das ins Exil. Und die bleiben im Exil, solange der im Spiel ist. Ich wähle von Kevin seine Blutpranke. Ich wähle von Lukas diese eine goldene Kreatur, die irgendwie einen Schaden verursacht, wenn genau die gehen ins Exil. Und von... Du willst von mir nehmen? Von dir möchte ich nehmen. Sag mir bitte nochmal, was deine Kreaturen machen. Wenn sie ins Spiel kommen, sie Odos Token, ich darf eine ziehen. Das Ding ist einfach nur flying, kann sich selbst sacrificen, dann ist mein Zeug indestructible. Und das Ding sagt, wenn eine Kreatur, whenever another creature you control enters, double, tut er seine eigene Attack Power doppeln. Cool, mach den mal weg. Okay. Solange wie der auf dem Feld ist, ne? Solange wie der noch auf dem Feld ist. Wenn er geht, kommt all euer Zeug wieder zurück. Es sei denn, ich verwende die zweite Fähigkeit, die sagt X und ein weißes, dann lege ich eine von den exilten Karten in den Friedhof des Besitzers. Ich kriege dafür dann X Lebenspunkte. Der Clou ist halt daran, dass ihr dann, sollte er dann gehen, ihr die Karte nicht mehr wiederkriegt. Combat. Ja, ich habe jetzt einfach Bock auf Ärger. Ich schicke rüber eine zornige Raptoren zu Kevin, ein Sonnenkragen Nachahmer, der auch eine zornige Raptoren ist, zu Lukas. Niska kriegt Pantlaza. Der Rest bleibt stehen. Das heißt, du kriegst 4, die anderen beiden kriegen 5. Und das sind Commander-Damage. Oder beziehungsweise du kriegst 4 Commander-Schaden, ist richtig. Ah, okay. Also zu den anderen beiden zahlst du Kevin und Lukas, da kommt ein 5-5er mit Trampeln. Beide am Trampeln? Yes. Okay, mein Sonnenkrank, okay, er hat noch einen Attack-Trigger, ich kann jetzt noch einen anderen kopieren, aber ich wähle wieder zornige Raptoren. Das sind beides 5-5er mit Trampeln und die kommen halt jeweils zu euch. Ja, habe ich gefressen. Ich frage mal an die anderen beiden sexy Herren, Lukas und Gavin. Wenn ihr ein Boardwipe auf der Hand habt, wäre jetzt der Zeitpunkt. Möglich. Ja, aber alles klar. Meinen Boardwipe leider nicht leisten. Ich werde ihn mir auch nicht leisten, selbst wenn ich ein Land habe. Okay. Er kostet nämlich 7. So. So. Ja, gut. Post-Combat Main. Denke aber, mehr werde ich nicht tun und von daher ist mein Zug vorbei. Ich würde es aber viel cooler finden, Kai einfach machen zu lassen, uns alle auseinander zu pflücken und dann sagen, ich hab's euch doch gesagt, dass das das beste Deck der 4 ist. Wenn der Dino angreift, der dicke Rex, der Spinosaurier. Ja, das ist immer gefickt. Wenn der angreift, dann nehme ich all eure Spells. Dann können wir komplett schieben. Also sollten wir jetzt Jurassic Park nachspielen, verstehe ich es richtig? Aber pass auf, wir sollten gleich nochmal, wenn ich gleich nochmal einen Commander spiele, solltet ihr nochmal schießen. Das macht auch. Ja, das sowieso, Wo? Also ich glaube wirklich, wir müssen diesen Drecks-T-Rex irgendwie loswerden. Wie viel Mana hast du nur noch offen, Kai? 1. Nee, warte, 2. 2 habe ich noch offen. Farblos oder welche Farbe? Hier ist ein rotes oder weißes und das ist beliebig. Okay. Wir casten einmal Bello. Der ist mächtig. Dann würde ich einfach mal für 2, 3, 4 und 5 ein weiteres Artefakt und zwar den Gilded Lotus ins Spiel bringen, der natürlich auch zur Kreatur wird, wodurch aber dann auch Warstorm Surge triggern müsste. Whenever a creature you control enters, it deals damage equal to its power to any target. Der T-Rex. Und dann würde ich doch einfach mal den T-Rex wegknallen. Den willst du wegknallen, okay. Ja, super. Und der hat wie viel? 7. Damit die beiden Idioten merken, dass ich nur eine 4-4 kriege. Ey, ich hab doch gefragt, wie viel der hat. Entspann dich doch mal. Ich bin keiner. Wir sind alle im Arsch, Alter. Diesen Idioten schiebe ich wieder zu Nico zurück. Der hat das gesagt. Ich meinte aber seinen Commander mit dem T-Rex. Naja, ich hoffe, das Das ist mit Sicherheit auch ein T-Rex. Der hat 4-4. Das sind alles Dinos bei ihm. Irgendwas Altes auf jeden Fall. Deswegen, Dr. Wurst-Peter, ich würde gerne Ihren Commander spielen. Ist das die finale Antwort? Nimm das jetzt und nicht jetzt persönlich, aber momentan Pressure. Okay, ich logge das ein und die Antwort ist richtig. So. Pantlaser hat Schaden genommen, er ist tot, er kostet jetzt 2 mehr.
Wie viel Trigger. Kostet der jetzt insgesamt? Der kostet jetzt 7. Okay. Und es passieren Trigger. Hier sind nämlich zornige Raptoren und einer, der so tut, der zornige Raptoren ist. Kann jetzt den weil Schaden ein Dino von mir nämlich 4 Schaden genommen haben. Darf ich die jetzt verteilen? Ich schieße 4 Schaden davon einmal auf Bello. Und Bello stirbt. Die anderen 4 schieße ich auf. Ich schieße 4 Schaden auf Nikos Lebenspunkte. Sie nehme ich. Also Kai, an den Flügelviechern hier ist nichts dran, ne? Also da gibt es nicht viel. Ja, es ist ein bisschen, ja, es ist Haut und Knochen. Aber die coole Ente da von Nico, die sieht lecker aus. Welche Ente, Alter? Also jetzt, ne, jetzt gerade ist Kevin dran. Ich mach jetzt erstmal gerade nicht weiter. Mein Commander ist schon in der Zone, Digga. Der ist schon tot. Der ist schon frittiert. Chicken Nuggets for free. Auch vergessen zu erwähnen, dass Bello eigentlich getappt reinkommt, aber ist jetzt eher, ne, ist jetzt mal irrelevant. Ja, mal der ist sowieso dead. Ich spiele noch ein Land aus, was getappt reinkommt. Darauf würde ich dann passen müssen. Lukas, ne? Herz der Karte, soll ich bro, I guess. Ja, aber ich brauch 7 Mana, ich hab gerade 5. Ich werd wohl kein. Aber selbst wenn ich einen Soul Ring ziehe, macht das keinen Unterschied. Draw for turn. Okay, guck mal, ich hab schon mal einen Dun. Nice! Wir das haben 6 Mana. Mr. President, gehen Sie in die Atomsprengcodes ein! Der kostet 7. Fuck! Sag mal, Kevin, kannst du mir doch mal ein bisschen was leihen, oder? In die Kasse? Ich hab noch einen in der Portokasse. Du hast doch keinen lieber. So funktioniert das Spiel doch, oder? Kevin, zieht mir mal rüber hier. Dann, keine Ahnung, bau deine Verteidigung auf und dann gucke ich auch hoch und dann sind wir am Arsch, Alter, I guess. Ich glaube nicht, dass wir hier... Nico, du musst irgendwas haben. Bruder, ich habe seit 4 Turns habe ich nichts. Ich kann noch nicht mal einen Block aufs Feld bringen, Alter. Und ich habe die gesamte Hand nur wegen dieser Karte gehalten, damit die im Late Game ein bisschen aufräumt, aber... Ja, dann, keine Ahnung, bau deine... Defense aufbauen, kommt alles getappt rein. Fuck! Och nö. Ich spiele mal Heulendes Flügelbanditen. Kommt getappt rein. Immer wenn du deinen ersten Zauberspruch im Zug deines Gegners wirkst, schaue dir die oberste Karte der Bibliothek jenes Spielers an und schicke sie dann verdeckt ins Exil. Du kannst die Karte spielen, solange sie in Exil bleibt und Mana wirken. Ja, obwohl, warte, ich mach was anderes. Ich spiele diese Karte hier aus. Wir haben hier eine Karte, die sagt aus, fliegend, immer wenn ein A oder mehr Feenwesen, die ich kontrolliere, einem Spieler Kampfschaden zufügen, lege eine +1/+1 Marke auf die Feen-Klingenschmied. Wenn der Feen-Klingenschmied stirbt, verliert jeder Gegner x Lebenspunkte und du erhältst x Lebenspunkte, wobei x gleich sein. Kommt getappt rein und weil das ein Feen-Zauberspruch ist, wird der kopiert durch Spiegelung von Traia. Findet ihr nicht auch, dass Yu-Gi-Oh! The Forbidden Memories das beste Spiel ist, was dir herausgebracht wurde? Also schon ganz ehrlich... Gut, ja. Also mit dem Spruch kriegst du mich sowieso nicht, das ist ein Scheißspiel. Nee. Du bist der Stärkste, ich muss dich mit 1 angreifen. Wow, hast du einen Flyer? Ja, hab ich. Hier sind 2 Dreier. Aber stopp, ja, das würden wir nicht. Da war was, ne? Ich musste tanken, ich muss den hochboosten. Kann irgendjemand da einschaden? Ja, greif Nico an, der hat nichts. Lukas, gib's mir, komm. Ein Schaden nur. Ja, Nico, ein Schaden. Dann steigt die Stärke von dieser Kreatur um ganze 1. Yes. Aber weil ich ja 2 von diesen Kreaturen hab, hab ich da den maximalen Benefit rausgezogen, weißt du? Ich sag's, du wirst es, wenn dieses eine Leben, ein guter, was ich jetzt... Ja, das war ein sehr produktiver Turn, Bruder, hast du recht. Das war ein sehr guter Zug. Gut. Wir sind so am Arsch, Alter. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass ich blau farblos auf... Draw. Oh mein Gott, Junge. Gut, du machst das schon, trust me. Ich glaube an dich. Ich glaube, ich mach vieles, aber nicht das. Der Kampf ist sehr einseitig. Halt's Maul da hinten, bitte, wirklich. Nur noch ein Pokémon. Wir nehmen ihn plus Ding, dann habe ich rot-weiß und dann tappe ich noch rot-weiß, dann tappe ich das Ding für blau, ich nehme ein Damage, dann das Ding für rot-weiß und dann nochmal 2 weitere Husinia wieder. Ja. Nico, pass auf, ich habe 3 Mana offen, ne? Es ist so verführerisch. Soll dir das sagen, weißt du, komm, fick mich. Also entweder du mich oder der T-Rex, weißt du, also for fucking real. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, da spielt es keine Rolle mehr. Ja, aber ich glaube nicht, dass Kai überhaupt irgendwas ausspielen muss, um uns auseinanderzunehmen. Deswegen, ich bin sehr verführt gerade. Nee, ist okay. Ich sag's, wie es ist, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich sage, bums mich.
Nee, ist so, der Cast ist in Ordnung. Das finde ich sehr, sehr gut von dir. Dann tue ich das als Weiß. Ich krieg noch mal einen Damage, weil ich als Weißes Mana tappe. Und dann nehme ich, tappe ich die beiden zusammen, hol den Hanged Executioner. Ich habe Trigger, wenn er aufs Feld kommt, kommt er aufs Feld mit, tut er nochmal ein 1-1er Token generieren. Aber halt, Moment, ich habe da was, glaube ich. Mo, stopp, haltet die Bahn an. Wo habe ich das Ding denn? Oh, ist sie cooking? Nein. Chat, ist sie cooking? Nein, ist sie nicht. Ich finde meine Dinos nicht. Oh. Ja, wer spielt auch schon Dinos? Alle die ganzen drei Leute. Hol ich einfach mal. Ey, wann kommt mal Misk wieder auf drei? Also ich wäre dafür, ne? Ich bin da voll bei dir. Ja, ja, sehe ich auch. Ne? Meine Lieblings-Yugi-Karte ist Dino Wrestler Pankratovs. Pank ist schon geil. Ja, ja, ach, der kommt auch tapped rein. Ja, ne? I guess. Ja, ne? Pass. Ich gehe in meinen Zug und enttappe. Ey, ohne zu lügen jetzt, ne? Du bist in der Runde hier wirklich mir der sympathisch. Aktuell, ja, danke. Und dominierend. Das ist halt schon verstanden. Ich finde, Demokratie ist auch falsch. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, wenn wir eine Zugsperson haben am Tisch. Und der ist so der Alpha-Male. Schaue mir jetzt meine oberste Karte an. Es ist ein Dino. Ich caste ihn for free. Es ist der Avatar der blühenden Sonne. Der hat 5-5. Ach, die Karte passt so gut zu deiner Haarfarbe. Immer wenn er selber oder eine andere Kreatur bei mir reinkommt, kriege ich Lebenspunkte in Höhe seiner Widerstandskraft. Er hat 5, ich bekomme 5 Leben. Ich bin wieder auf 40. So, Pantlasa triggert leider nicht. Der ist mir irgendwie genommen worden. Wie ist das denn passiert? Das ist ja absolut grauenvoll. Ich spiele ein Gebirge. Lukas! Oh nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ne? Noch was nicht. Ich möchte nur die Bodies deiner Kreaturen wissen. Warum denn immer? 2-2-2-2-1-1. Also, das hast du sehr schön aufgesagt. Danke dir. Die sind wirklich nicht Niska. So groß. Niska. Nenn mir bitte nochmal die Bodies deiner Kreatur. Lieben gerne. 2-1-2-1-1-1. Boah, Nivska, dein Zeug ist aber ziemlich nutzlos. Crazy, right? Es ist wirklich echt scheiße. Wirklich, tell me more, Junge. Also wie gesagt, ich mag Dinos, ne? Hier, Kinas. Ich hab das wenigstens Zahn, nicht so wie ihr Amateure. Alles ich hab dir doch ein Dino-Deck gehabt, das ist... Oh, guck dir das an. Ja, was ich hier gefunden hab, Kai. Guck mal hier, da. Siehst du das hier? Oh, ach, wunderschön. Oh, das ist doch so schön. Oh, guck mal. Oh, hier, der Dicke, der Dicke. Oh, UCT ist ja sowieso mein Liebling. Guck hier, sogar ein Collectors Rare. Oh, das ist ja wunderschön. Ein Dino-Fan der ersten Stunde. Ich liebe Dinos. Super. Ich knall dich zuerst weg. Ah, guck mal hier, bei der Lieblingskarte, deine Wrestler-Pankratops. Ja, die finde ich auch sehr schön, das ist richtig. Ihr wollt auf jeden Fall unbedingt noch leben. Ich merke das schon, ja. Weißt du? Ist okay, man ist nennt okay. Auch Lukas und mich, nennt man das dynamische Duo. Kai, ganz kurz, hast du dein Dashboard immer noch auf? Mein Dashboard ist tatsächlich offen, ja. Alles klar. Also Angebote nehme ich gerne an, immer raus damit. Ich habe dir jetzt einfach mal von Nico 3 rübergeschickt, ne? Weißt du Bescheid? Ich... Caste, die feurige Konfluenz. Diese Hexerei hat 3 Modi. Ich darf 3 bestimmen und ich darf sogar jeden Modus mehr als einmal verwenden. Die Modi sind folgendes. Jede Kreatur bekommt einen Schaden. Alle Spieler bekommen 2 Schaden. Jeder Gegner. Oder zerstöre ein Artefakt meiner Wahl. Ich entscheide mich dazu. Alle Kreaturen bekommen 2 Schaden und ich möchte gerne einen Artefakt zerstören. Du hast alle stopp. Kai, ich muss dir was erklären. Die haben ja plus 1 Marken, habe ich ganz vergessen. Die haben 3. Die haben 3, 3. Musst du 3 Schaden haben. Okay, ja, hast du recht. Okay. Dann würde ich noch was gerne auf mein eigenes Board geguckt und was. Alles klar. Ich ändere den Modus um. Alle Kreaturen bekommen 3 Schaden. Okay. Dann Ich habe eine Response. Ich crack mein Selfless Spirit. Alle meine Kreaturen kriegen bis zum Ende des Turns undestructible. Das ist verständlich. Habe ich nichts anderes mitgerechnet. Damit kann ich nicht dienen. Aber jetzt triggert Feenklingschmied und die Kopie von Feenklingschmied. Wenn der Feenklingschmied stirbt, verliert jeder Gegner x Lebenspunkte und du hältst x Lebenspunkte dazu, wobei x gleich seiner Stärke ist. Das heißt, ihr verliert alle 6 Lebenspunkte und ich dürfte ja nur 6 dazu bekommen. Ja, dann kriegst du die 6. Okay, du bekommst 6 und wir alle verlieren jeweils 6. Genau. 1, 2, 3, nice, 4, bin ich noch näher am Grab 6. dran. Das war ja Kai, das kann ich ja nichts für.
Das ist richtig. Tatsächlich stirbt die Sonnenschwinge. Das ist die Kreatur, die alles von euch getappt reinbringt. Das Bloodgate ist weg. Trigger! Schon wieder. Und zwar beide meine zornigen Raptoren. Die haben nämlich, alle meine Dinos haben nämlich Schaden bekommen. Oh Gott! 5 Dinos habe ich und die haben alle sechs, Schaden gekriegt. 6. Die eine Tante hat ja noch gelebt. Die hat noch, stimmt, da hatte ich 6. Das heißt, du hast, du kannst, ich kann 12 mal triggern. 12 mal 3 Schaden. Leck mich doch am Arsch, Alter. Wir sind alle tot. Der wird jetzt alle töten. Ja, er kann 36 also das sind Damage 36 verteilen. Schaden insgesamt, die ich jetzt verteilen darf. Der Dino hat nicht mal angegriffen, der. Ja, dann denke ich mir halt auch krass. Der hockt halt immer noch dann in seiner scheiß Main One und. Oh Gott. Das ist richtig. Ey, der Vorteil ist, ich habe keine Karten in der Hand. Weißt du was? Hi. Ich fand Jurassic Park schon immer scheiße. Jag mich hoch, komm schon. Duet, gib's mir dreckig. Dinos sind scheiße! Okay, Niska bekommt 15 Schaden. Wie viel? Niska bekommt 15 Schaden. Ich bin raus, tschüss. Ich geh pissen. Die anderen 21 schieße ich an, Lukas. Gott, warum immer auf mich? Hi, ich wollte nur noch mal erwähnen, ne? Auf deinem Dashboard sind Subs aufgetaucht. Oh ja, vielen Dank für deine 3 Gifted. Ja, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, ne? Finde ich sehr schön. Combat. Ich gehe... Zuerst auf Lukas, das richtig. Zuerst auf Lukas mit Itali. Ist das ein Attack-Trigger oder ein... Das ist dann ein Attack-Trigger. Ja, aber ich muss noch sequenzieren. Ich muss noch gucken, was ich mit dem Rest mache. Das würde tatsächlich nicht reichen, um Kevin zu killen für den Rest. Das sind nämlich 10, 15. Der kam gerade erst rein, den darf ich gar nicht tappen. Das sind 13. Ja, aber die anderen 13, die kommen auf Kevin zu. Attack-Trigger habe ich einmal Itali, aber auch wieder den Nachahmer. Aber ich werde wieder die Raptoren kopieren. Die haben mir sehr gute Dienste geleistet. Attack-Trigger von Itali kommt jetzt. Und wir alle exilen jetzt die oberste Karte unserer Bibliothek. Ich habe für dich Ränkelmeister der Streiche. 2 farblos, 2 schwarz. Fliegend Eile, immer wenn der einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Sache bestimmen. Jeder Spieler wirft eine Karte ab, jeder Spieler verliert einen Lebenspunkt auf die Karte. Oder jeder Spieler opfert eine Kreatur. Danke, nehme ich. Kevin, was hast du denn exiled? Ich habe Path of Discovery für dich. Whenever a creature you control enters, it explores. Ja, danke, nehme ich. Ja, könnt ihr. Die caste ich und ich habe exiled, und das finde ich auch sehr schön, den Apex Altisaurus. Das ist eine 10-10 Dinosaurier-Kreatur. Und wenn er ins Spiel kommt, kämpft dagegen bis zu einer Kreatur meiner Wahl, die ich nicht kontrolliere. Und er hat Erzürnen, bedeutet immer, wenn er selber Schaden zugefügt wird, kämpft er bis zu einer Kreatur einer Wahl, die ich nicht kontrolliere. All das Zeug kommt jetzt ins Spiel. In meine Kontrolle. Ja, also ich würde aber auf den, nachdem die Attack-Trigger durch sind, würde ich dann noch was machen. Es wäre Zeit für den mächtigsten Spell in diesem Deck. Und zwar Schlossknacker-Schein. Das ist normalerweise eine Kreatur, aber ich kann ihn auch als Abenteuer-Spell für einen Blau und einen Farblos wirken. Und dann macht er richtig coole Sachen. So. Ich mill jetzt 4 Karten und nimm davon eine gemillte Karte, von den gemillten Karten eine Karte auf der Hand, die ein Spontanzauber, eine Hexerei oder ein Feenwesen ist. Da kommt bestimmt das Out für das Board, für einen Mana. Hast du nicht noch irgendeinen Board-Wipe gehabt, irgendwie sowas für 7 Mana? Da ist nicht mal irgendein Sponsor-Zauber-Dopie dabei, sondern nur Len. Okay. Gott, das war der letzte Strohhalm. Dann bin ich tot. Es kommen noch mehr Trigger. Ach Gott, der ist ja immer noch am Turn, der Sack. Ethan, die hat jetzt wie viel Schaden? Das sind 7. Ja, also bin ich jetzt tot oder passieren noch Sachen? Noch muss ich noch ein paar Sachen machen, weil ein paar Sachen bei mir unter Kontrolle ins Spiel gekommen sind. Und zwar einmal mein Avatar der blühenden Sonne. Da ist eine Kreatur bei mir reingekommen. Ich erhalte Leben in Höhe der Widerstandskraft. Das sind 10. Dann hatte ich ja noch deine Kreatur, die ich von Itali exalt habe. Die kriege ich ja auch noch. Wie viel Widerstandskraft hat die? Die hat Widerstandskraft 3. Dann kriege ich nochmal 3 Leben. Und die Path of Ancestry... Stimmt, Path of Ancestry triggert ja auch noch. 2 Kreaturen sind reingekommen und die exploren. Und vergess nicht dein legendäres Königreich da. Das hat doch bestimmt auch irgendwelche legendären Effekte. Ja, er hat einen Segen. Ich hab den Segen der Stadt, der ist cool. Der Segen, der fühlt sich richtig gut an. Der fühlt sich richtig gut an. So, Kevin, sag mir bitte nochmal, was Exploren ist. Reveal the top card of your library. Put that card into your hand if it is a land. Otherwise, put a 1-1 counter on the creature. Then put the card back or put it into your graveyard.
Ah, ich verstehe. Okay, ich darf sogar zurücklegen, also aufs Deck ist eine Kreatur, also scheißegal. Exploren heißt also dann in dem Teil, ich lege eine 1-1-Marke auf einer meiner Kreaturen. Ich entscheide mich für diesen Beutegreifer. Damit ist das Schutzgeld wieder drin. Und da noch eine zweite reingekommen ist, mache ich nämlich folgendes. Ich lege die oben drauf, ich reveal die wieder. Ups, ich lege nochmal eine 1-1-Marke hier drauf. Ja, und damit sind wir jetzt endlich in einem Schadenteil angekommen. Lukas stirbt jetzt an 7 Schaden. Nein, ich, on response, habe ich mir entschlossen, nochmal den Command Tower zu tappen für ein blaues Mana, um nichts auszuspielen und dann zu... Ja. Alles klar. Kevin, du bekommst 15 Schaden. Wie bist du jetzt eigentlich auf 47 Leben geschossen? Das hab durch, ich in deiner... durch den Avatar der blühenden Sonne, immer wenn eine Kreatur reinkommt, kriege ich Leben, Widerstandskraft. Ja, dann habe ich in deiner 48-Schritte-Kombo nicht verstanden. Yu-Gi-Oh! Halt, ne? Ich verstehe es. Es ist, ne? DDD-Kombos sind halt sehr kompliziert, habe ich mir sagen lassen. Ich hasse jeden einzelnen in diesem Call. So, aber das Gute ist, ich bin fertig. Kevin, das drehst du doch noch jetzt, oder? Kevin hat jetzt auf eine Chance, Fall. Was zu drehen. Er hat nichts auf dem Board, er hat nur einen fucking Waschbär und einen Traum. Und dafür halt genug Mana, damit er halt Amazon aufkaufen kann. Der Waschbär ist ja nicht mal auf dem Board. Er muss das nur geschmeidige Wasser, also, 7 Mana rausholen oder so. Danke für die 3 Gifte, also halt nur deswegen hast du jetzt überlebt. Ja, ja, also ich belege in dieser Runde gerade Platz 2. Ich bin mit meiner Leistung... Hat er eine Kreatur von dir übernommen, Lukas? Ja, ach, stimmt, ja. Die ist weg. Ja, ja, die ist jetzt weg. Gib mir mein Taschentuch wieder. Wisst ihr, was ja das Schöne ist? Ich habe so viel Mana, ne? Ich habe nur nichts zum Ausspielen. Weil natürlich könnte ich jetzt hingehen und hier ein weiteres Land spielen, das Sacrificen. Naja, aber selbst die Kreatur, die ich ins Spiel bringen könnte, bringt mich nicht weiter. Ich könnte jetzt Bello casten, ich könnte noch eine Kreatur spielen, aber dann ist die Buchse sowieso so weit unten. Dass ich an der Stelle das einfach auch machen werde, weil sonst, ne, machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 quasi, damit Bello wieder rauskommt. Die Frage ist, anything on response? Aber du keine meinst, Karte du in der Hand, kommt keine Response. Warte mal, Sol Ring gibt ja 2. Ja. Sogar noch ein Land übrig. Warstorm Surge Trigger? Das richtig. Ja, wo möchtest du die 3 Schaden hinschießen? Die dann direkt wieder zu mir zurückkommen, ne? Aber die würde ich dir direkt drücken einfach. Ja. Da hat dann kommt nichts zurück. Da kommt nichts zurück. Du musst ja nur beinahe 50 Damage in einem Turn jetzt drücken, das kriegst du hin. Ja, ja. Ich weiß. Kinas, also ich verabschiede mich in dieser Runde mit einem... Was haben deine Kreaturen, die noch blocken können, für Werte? 5 und 10. Das ist ja klasse. Also an der Stelle kann ich auch einfach nur noch dann meinen Turn abgeben. Bellocast war komplett umsonst. Ich enttappe mein Versuch. Kai, kannst du mir einen Gefallen tun, bevor du jetzt dran bist? Du gehst einfach Combat. Können wir uns darauf einigen? Ich werde nicht overextenden, ich bin nicht einer von denen. Aber der Effekt ist mandatory. Ich bin jetzt in meinem Versorgungssegment. Ich decke die oberste auf. Ey, es ist der Todesschluch Aasfresser, er kommt rein. Immer wenn ein Spiel kommt oder angreift, kann ich eine Karte meiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil schicken. Ist es eine Kreatur, erhalte ich 2 Lebenspunkte. Ist es eine Nicht-Kreatur, kriegt er +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Ja, weißt du was? Ich schicke einfach meine eigene Kreatur ins Exil. Ist jetzt kack egal. Ich krieg noch Lebenspunkte und zwar 2 Stück, weil eine Kreatur reingekommen ist. Ich darf noch exploren. Das ist super. Guck mir die oberste an. Finde ich geil, ist wie du Land. Direkt in Combat gehst. Ja, es tut mir leid. Es sind mandatory Trigger, die muss ich machen. Er muss overextenden an der Stelle. Also so ein bisschen zumindest. So ein bisschen. Das ist passiert, alles klar. Ich gehe in Combat. Full Swing. Tapferer Bello blockt aber noch ein. Okay. GG. Dann geht Game 1 an. Kai aka Dr. Wurstpeter! Ja! Dinos! Dinas, also das war jetzt das erste Game. Das ist auch das Game, was jetzt hier auf YouTube landen wird, ihr Süßen. Hab euch ganz, ganz so lieb und ich hoffe, ihr hattet jetzt vor allem jetzt hier in Runde 1, die wir jetzt gezockt haben, Spaß vor allem. Das ist jetzt tatsächlich, hier ist ja weniger competitive, wie gut irgendwie sowas, sondern hier geht's einfach nur dran, dass wir Spaß haben.